Wir befinden uns heute hier in der Botschaft der Kasachischen Republik in Wien. Und ich darf heute begrüßen unseren Klaviersolisten Sergei Kim. Sie sind natürlich in Kasachstan geboren, und zwar in der Stadt Karaganda. Wie sind Sie zum Klavierspiel und zum Solisten geworden? Ja, ich komme aus einem kleinen Dorf in Zentralkasachstan, aus Botakara. Wie ich zur Musik gekommen bin, durch meinen Vater, der ist ein Hobbymusiker, der spielt selber mehrere Musikinstrumente. 2005 habe ich dann am Konservatorium studiert, bei einer Professorin, sehr berühmte in Kasachstan, auch in Zentralasien, Pianistin, Zhenya Aubakirova. Ja, das ist schön, dass Sie aus der Familie heraus sozusagen in die Musik gekommen sind. Sie haben ja viele, viele Musikwettbewerbe gewonnen. Wenn man Ihre Biografie liest, ist es ja beeindruckend, von Moskau internationale Wettbewerbe. In Linz haben Sie studiert, weiter studiert, fertig studiert. Aber Sie sind ja jetzt selbst Lehrer an der Bruckner-Universität. Ja, ich wurde von einem Professor, der damals schon auf der Bruckner-Universität in Linz unterrichtet hat, von Oleg Maschew, habe ich eine Einladung zu studieren bekommen und habe mich dann entschieden, nach Österreich zu kommen. Linz ist auch eine kulturell sehr interessierte Stadt mit Ars Electronica, mit der Linzer Klangwolke, wo ich ja zweimal dort mitwirken durfte und zwei Symphonien beigesteuert habe für die Klangwolke, für das Brucknerfest. Was gefällt Ihnen an Linz und an Oberösterreich speziell auch sehr gut, was Sie wieder beflügelt, dass Sie ein ganz großer Künstler sind? Es gab am Konservatorium wieder während der Studienzeit so eine Möglichkeit für alle Studenten, für eine Woche in irgendeiner europäischen Universität zu besuchen. Und das war eine perfekte Gelegenheit für mich, einfach zu schauen, ja, wie ist das Leben in Österreich, was ist das. Ja. Und vor allem der erste Tag, da bin ich auf der Nibelungenbrücke gestanden und das war fast die Liebe vom ersten Augenblick, ja, aber das bleibt dann immer im Herzen sozusagen. Ich darf mich bei der Frau Gesandten Bisjeva recht herzlich bedanken, dass wir heute hier ihr Gast sein durften. Und ich muss gestehen, ich war überrascht, weil ich viele junge Menschen getroffen habe, wie ich in Kasachstan war. Und mir das aufgefallen ist, dass sie alle internationale Ausbildung, wenn sie talentiert und natürlich fleißig waren, haben konnten. Und ich habe mich gefragt, wie ist das gekommen? Ja, dies ist möglich geworden dank der Unabhängigkeit der Kasachischen Republik. Ja, und dadurch hat unser Präsident, der heute Ex-Präsident Yelbase, ein schönes Programm entwickelt, heißt Bolashak. Und das heißt die Zukunft. Aha. Und das Programm hat ungefähr 3000 Stipendien, Präsidentenstipendien zur Verfügung gestellt. Ja, ich hoffe, dass wir einander wiedersehen und dass wir vielleicht wieder mal Gäste sein dürfen bei Ihnen hier in der Botschaft der Kasachischen Republik. Wir haben heute gesehen, wie wichtig Musik, Kunst, Kultur für das internationale Verständnis zwischen den Menschen, zwischen den Nationen ist. Und ein Beispiel dafür ist auch unser heutiger Gast gewesen, Sergei Kim, der aus Kasachstan kommt, der in Linz wirkt und in Zukunft auf vielen internationalen Bühnen zu sehen und zu hören sein wird. Und wir werden natürlich dabei sein. Musik